Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, wir haben die Quest abgeschlossen, entfliehe aus den Ruinen. Und ja, wir sind zwar noch nicht ganz draußen, aber die Quest sollte eigentlich erledigt sein. Ich denke mir, wenn wir dort oben rausgehen, dass es dann halt geschafft ist. Aber ich habe hier noch so ein paar Kisten nicht mitgenommen. Ich wollte die eigentlich schon noch mitnehmen. Und da würde ich sagen, schauen wir doch jetzt, ob wir die vielleicht finden. So, okay. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Okay, können wir nichts machen. Okay, das ist wieder eine Art Bombe oder so. Hier können wir hoch. Lass die Kette runter. Mach ich. Ein bisschen zaghaft. Ich glaube, das ist alles ein bisschen viel für den kleinen Jungen. Aber hier ist jetzt auch nichts mehr, glaube ich. Ich sehe ja auch nichts mehr. Oh, der ist sehr bedrückt. Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich ja, muss ist klar, er hat tun. Jetzt, glaube ich, es ist nur seinen ersten getötet. Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein, ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm, ich bin bereit. Okay. So, ich wollte jetzt hier aber noch nicht raus. Ich wollte eigentlich schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier werden wir nicht durchkommen. Okay, dann gibt es nur den einen Weg hier. Hör mir jetzt zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Weiter in Richtung des Berges. Steh auf und beweg deinen Arsch. Was denn ist da? Ich werde deinen Tritt verpassen, wenn du dich nicht bewegst. Odins Augen, okay. Haufen kleiner Nebenquests hier, was man noch so erledigen kann. Da waren wir? Na, das ist was anderes hier, oder? Ich glaube, ich habe schon wieder so viel übersehen. Auf geht's. Okay, wir können hier nichts. Boah, schaut das geil aus, Leute. Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Boah, heftig, wie das aussieht, Leute. Mir gefällt es richtig gut. Vater! Wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Du hattest recht. Hey, du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder?
Aber ich habe ja gelesen, glaube ich, dass man diese Gebiete immer wieder bereisen kann. Keine Ahnung. Das Miststück hat mich gefragt, wie ich heiße. Also habe ich es auch nicht. Und du? Brock. Verlog. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja. Okay, ich denke, das du musst sie gut eine Art behandeln, Schmied oder so. Sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bigja, Dombr, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie. Die kommt mir ein bisschen schwach vor, die Axt. Also viel Schaden macht sie nicht. Dann mache ich mit den Fäusten fast noch mehr Schaden. Also kommt sie mir zumindest vor. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ah, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Hereinspaziert. Das war's mit Ruhe und Frieden. Waffe verbessern. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen, oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Drücken Sie die Steuerungstaste rechts, um das Verbesserungsmenü aufzurufen. Brock hat Ihnen eine Frostflamme gegeben, eine seltene Ressource. Mit Ihnen der Welt verbunden gefundene Ressourcen können Sie Ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. Ah, das ist von den Jungen der Bogen. Drücken Sie X, um die Leviathan-Axt auszuwählen. Kratos Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Bei Verbesserung der Axt wird sie hochgestuft und ihre Stärke erhöht. Dies hat auch Auswirkungen auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Ah, das ist ja der kleine, ja, so eine Art Wasseruhr, sage ich jetzt mal, oder Wasserstand an meinem Level. Und ich schätze mal, wenn der ganz oben ist, dann wird es praktisch zum nächsten Level. Und alles, was ich hier auflevel, fügt praktisch zu meinem Gesamtlevel hinzu. Okay. Kratos Kraft und Werte werden hier angezeigt. Drücken Sie L3 für die Wertebeschreibung. Ah, okay. Runen. Der Schaden des Runenwurfs kann durch Verbesserung der Runenkraft erhöht werden. Okay. Abklingzeit können wir reduziert werden, ist klar. Jeder Wert bietet im Spiel andere Vorteile. Drücken Sie L3 erneut, um die Beschreibung auszublenden. Ach so, okay, das sind praktisch meine Stats sozusagen. Abwehr erhöht erlittenen Schaden, Vitalität erhöht die maximale Gesundheit, schwächt die Reaktion auf gegnerische Angriffe. Glück erhöht die Aktivierungschance des Bonus, erhöht XP und Hacksilber. Okay, alles klar. Ich würde eigentlich erstmal auf Stärke und Vitalität gehen wollen. Okay, das Verbessern einer Waffe erhöht diese Werte dauerhaft. Andere Gegenstände müssen ausgerüstet werden, um Kratos Werte zu beeinflussen. Okay, Waffe verbessern. Frostflamme. Dann machen wir das doch gleich mal. Verbesserung von Leviathan Axt erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Axtverbesserung. Nicht genug Ressourcen. Verbessern Sie Ihre Waffen, um Ihr neue Fähigkeiten zu freischalten. Im Pausenmenü Fähigkeiten und können Sie erwerben. Brust Atreus Rüstung, Brustrüstung machen wir meine mal.
Ah, da ist auch das Hacksilber. Wir haben aktuell 15.423. Abwehr 10, Abwehr Stärke 12. Wildschweinhaut, Schulterrüstung. Abwehr, hier haben wir bis Abwehr 4 und Stärke 12. Hier haben wir Abwehr plus 12. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Hätten wir ein bisschen mehr Abwehr. Oder können wir dir alles 2 nehmen? Na komm, wir machen mal das hier. Hast ein gewinnendes Lächeln, die beste Rüstung. Aber wozu Risiken Gewöhnlich eingehen? bloß einfach gefertigt, aber robust häufig von Herrscher Clans verwendet. Begünstigt Abwehr. Ausrüsten. So, könnt ihr diese zusätzlich ausrüsten? Nee. Würde meine Stärke nochmal hochgehen, aber das lassen wir jetzt mal. Schauen wir mal auf Atreus seine Rüstung. Boah. Präzisionskluft. Ich glaube, wenn ihr mal Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen sie mehr Schaden. Manchmal findet Atreus Heilungsstände, wenn Kratos verletzt ist. Nahkampfschaden. Ich glaube, wenn ihr mal das hier erhöht, auch noch den Nahkampfschaden. So klein ist die Bier, ist das ein natürlicher Schutz, schwerer zu treffen. Was brauchst du noch? Clownbogen. Du musst's nur Nicht genug sagen, Kleiner. Ressourcen. Okay, hier haben wir keine Ressourcen mehr. Okay. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los! So, wo sind wir? Können wir jetzt hier eigentlich zurückreisen? Haben wir auch schon wieder ein bisschen was freigeschaltet. Aber wir können, glaube ich, eh nichts machen. Wir brauchen da mehr XP. Was können wir hier noch machen? Wächterschild. Rage-Kampf. Steht aber gar nicht da, was wir jetzt brauchen. Steht nur hier drüben da. Ja, wie ist denn das jetzt? Ach, das haben wir schon. Okay. Schleudere deine Axt! Ist da hinter noch Platz für mich? Oder du nichts kaputt machst? Boah,
sterbe schon wieder hier. Eieiei, einfach hübsch. Vater ist gut im Töten. Wirst du das auch von ihm lernen? Ich weiß nicht. Dieser Weg, führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr noch mal meine Waren sehen? Was jetzt? Oh. Ich glaube, der Controller hat sich aufgehangen. Okay, jetzt geht's wieder. Habe ich immer öfters das Problem in letzter Zeit, dass sich der Controller irgendwie aufhängt. Keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gleiche Problem habt, Leute. Das würde mich mal interessieren. Okay, das haben wir aber schon. Hier brauchen wir nichts mehr. Können wir jetzt hier nochmal in die Ruinen irgendwie rein? Das habe ich gar nicht gesehen. Hey, könnte kosten. Hier können wir aber nicht mehr runter, oder? Schade, ich wollte eigentlich schon noch mal runter. Können wir jetzt denn eigentlich... Warte mal, was ist denn das jetzt hier? Okay, es zeigt uns praktisch nur an. Ach so, ist der Rage. Im Rage-Kampf können wir das ausführen. Okay, jetzt verstehe ich. Okay. Hier können wir aber eh nichts machen. Wo ist die blöde Karte? Können wir jetzt hier auf der Karte, da befinden wir uns aktuell, können wir jetzt hier nochmal zurück? Eingang. Option? Nein, können wir nicht. Wir speichern aber mal. Ich denke mal, das wird später noch kommen. Wir sind jetzt Stufe 2 schon, das ist schon mal gut. Axtgriff können wir nichts machen. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal weiter.
Hier wird es. Ah, hier wird es immer runtergehen. Haben wir schon ein bisschen Hacksilber? Dann gehen wir doch gleich mal hier runter. Ich wollte mich da unten einfach noch ein bisschen umschauen. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Der ist aber richtig streng. Okay, wir sind voll, das brauche ich nicht. Ich heb mir sowas immer lieber nochmal auf. Dann weiß ich nie. Oh, warte. Wir sind wieder hier. Okay. Das jetzt war jetzt unser Shortcut. Genau hier wollte ich eigentlich schon nochmal her, weil ich wollte eigentlich schon nochmal schauen, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ich habe gesehen, dass da hinten noch eine Ebene runterging. Da waren wir noch gar nicht unten. Also hier, glaube ich, war ja nichts mehr. Hier war... Genau, hier kommen wir nicht runter. Jetzt war hier noch was. Aber wie kommen wir hier hoch? Können wir hier hochspringen? Ah, okay. Machen wir uns mal voll. Einmal voll machen, bitte. Gewesen, komplett verschüttet. Okay. Dann gehen wir doch noch mal hier runter. Wenn wir bloß auf diesen Weg hinten zurückkommen. Die Kiste haben wir schon gehört. Ne, da war keine Kiste, oder? Die hinten haben wir schon. Hier wollte ich runter. Ah, hier kommen wir ganz runter. Ah, alles klar. Okay, dann speichere ich nochmal. In Midgard sind wir. Kommt man also hier runter. Gewusst, dass hier noch irgendwas sein muss. Das habe ich nämlich am Eingang gesehen, dass es hier unten noch was gibt. What the fuck? Der war halt Stufe 3 und war aber lila. Weiß nicht, ob das jetzt so eine Art Elite-Mob oder sowas ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich glaube, ich kriege was Gescheites. Was ist das? Egers Gold, Hacks, Silber. Geil. Schöne Sache. So. Da ist noch was. Okay, müsste jetzt eigentlich hier alles erledigt haben, oder? Das war jetzt genau das, was wir am Anfang gesehen hatten. Kommen wir hier noch durch? Nee, hier kommen wir nicht durch. Glaubst du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten?
Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Blühende Fantasie. Okay. Dann würde ich sagen, hier ist noch ein Kiste, da ist drin, okay. Das können wir nicht aufmachen. Was ist das da drüben? So, wir sind hier durch irgendein Tor durch. Das war hier, glaube ich, gell? Genau. Machen wir den wieder voll. Gut, dass wir es aufgehoben haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu unserem Händler zurück. Bestimmt dort weiter. So, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, damit es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Projekten. Schaut übrigens mal in Age of Conan rein. Ist auch sehr, sehr nice. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.